Tjo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadionvlog von mir. Ein Kaffee? Check. Mein Zug ist auch da und Abfahrt. Guten Morgen, Köln. Zeit für ein Frühstück. Immer wieder beeindruckend, der Kölner Dom. Gehen wir mal kurz rein. So sieht es von drinnen aus. Richtig hoch, lang gezogen. Wahnsinn. Mein Frühstück ist da. Galette, Ei, Avocado. Noch nie gegessen, aber sieht köstlich aus. Frühstück, check, war okay. Heute spielt Alemannia Aachen versus Wuppertaler SV. Saisonauftakt der Regionalliga West. Das sieht schon echt geil aus. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Regionalliga ist. Regionalliga ist vierte Liga. Die Regionalliga besteht aus 5 weiteren Ligen. Einmal Regionalliga Südwest, Bayern, Nordost, Nord und West. Und bei West, da spielt Aachen. Die Meister der Regionalliga West und Südwest steigen direkt auf. Die anderen müssen sich erstmal dafür qualifizieren. Schaut euch das an. Der Kölner Dom. Wahnsinn, ne? Normalerweise wollte ich noch ein bisschen hier in Köln chillen und dann nach Aachen gehen. Aber dann sehe ich hier auf Google Maps, neben Aachen ist Holland. Eine Stadt in Holland heißt Maastricht. Und da gehe ich jetzt hin, auf spontan. Ehrlich, verrückt. Jetzt geht's ab nach Aachen. Von dort aus nach Holland. Geil, wer hätte das gedacht? Auf geht's. Wir sehen uns später, Aachen. Holland, ich komme. Plötzlich andere Sprache. Ich bin gerade aus diesem Bus ausgestiegen und schaut euch meine Umgebung an. Holland, Baby. Krass, die Welt ist klein. Viele Fahrräder, gelbes Kennzeichen, typisch Holland. Ich weiß nicht, ob ich in der Stadtmitte bin, aber dieses Design, diese Straße, alles sieht ziemlich sehr sauber und sexy aus. Und das ist auch so typisch Holland. Pommes, Käse und Wein. Ja, kann ich mal später essen. Pommes, schaut euch die Aussicht an. Herrlich. Spontane Sachen sind immer die besten. Wunderschön. Nur das Wetter ist so naja. Da vorne bin ich ausgestiegen. Dann bin ich über die Brücke. Und da ist die Stadtmitte. Hier sind wir. Maastricht. Okay, nice. Hat auch echt viele schöne Seitengassen mit Cafés und Bars. Menschen strömen links, rechts, von überall. Hier ganz viele Menschen. Hier ganz viele Menschen. Und hier, oh, was ist denn das? Geil. Roter Teppich. Einfach blind folgen. Alles nur Käse, überall nur Käse. Geil. Hier gibt es sehr viele Cafés am Marktplatz und hier ganz viele internationale Gerichte. Hier verkaufen sie echtes Fell von Tieren, die armen Tieren. Geil, das sieht auch echt geil aus. Jetzt hier schnell noch was essen. Oh yeah, Baby, Pancakes. Die Pancakes waren gut. Und hier wortwörtlich an jeder Seitengasse. Schaut euch das an. Ich kam jetzt gerade von hier. Da geht's weiter. Hier geht's weiter. Und hier. Also, diese Stadt hat was. Und jetzt fängt es an zu regnen. Ich glaube, ich habe jetzt wieder was Verrücktes vor. Ich gehe nach Belgien, Lüttich. Ja, Mann. Ist auch nicht weit weg von hier. Halbe Stunde. Komm, scheiß drauf. Ich gehe nach Belgien, Junge. Ja, Mann. Tschüss, Holland. Belgien, ich komme. Scheiße, ja, ich mach das. Ich glaube, die Brücke ist jetzt gesperrt. Da unten fährt ein Schiff drunter. Krass. Und hier gibt es auch sehr viele schöne Cafés mit Ausblick. Herrlich. Nur das Wetter spielt heute nicht so mit. Apropos Fußball. MVV Maastricht spielt in der zweiten holländischen Liga. Verdammt, Alter, ich bin so richtig nass geworden. Und gleich da vorne ist der Bahnhof. Von dort aus nach Belgien. Wieder mal spontan, no joke. Wenn ich jetzt so überlege, das ist krass. Du wohnst in Aachen, du hast Köln, du hast Belgien, du hast Holland in der Nähe. Das ist krass, das ist wirklich krass. Willkommen am Bahnhof. Sieht aus wie ein historisches Gebäude, wie eine Kirche. Ja, diese Fenster kommen mir bekannt vor. Kirche, genau, ja, kann sein. Aber das ist Bahnhof. Und am Bahnhof wird Musik gespielt. Oh, gute Stimmung, gute Stimmung. Und heute an Fußball, Alemannia, Aachen. Ich hab Bock. Das hier ist ein kleiner, feiner Bahnhof. Und hier gibt es einen Einkaufsladen im Bahnhof. Kannst viel was holen. Liege, das ist Lüttich. Und das ist mein Zug. Da ist die Deutsche Bahn schon viel besser als das hier. Was ist das, Alter? Oldschool. Nur 32 Minuten Fahrt von Maastricht nach Belgien. Und so sehen die Züge von drinnen aus. Oh, ganz leer. Let's go. Willkommen in Belgien.
Das kannst du doch keinem erzählen. Was ist das denn, Bahnhof? Wie Flughafen, Digga. Wie Flughafen. Ah, krass. Das habe ich ja noch nie gesehen so. Jäge, Lüttich, Baby. Apropos Fußball. Standard Lüttich spielt in der ersten belgischen Liga. Also, ich kann kommen. Und so sieht der Bahnhof von unten aus. Und heute bin ich wirklich das erste Mal in Belgien. Zack, jetzt bin ich zu Fuß in Belgien und kann sagen, ich war in Belgien. Sei ehrlich, der Bahnhof ist krass. Ehrlich. Oh, die Sonne scheint noch so schön rein. Oh, Alter, also wirklich, besser geht's nicht. Endlich Sonne. In Holland hat es noch geregnet. Da vorne ist der Bahnhof, ich bin so gelaufen. Und was haben wir denn da? Brücke, Fluss. Und da vorne ist die Stadtmitte. Cooles Design. Herrlich, schau dir diese Wolken an. Schön blau und nicht mehr so düster. Vor einer Stunde hat mein ganzes Umfeld noch Niederländisch gesprochen. Heute Morgen Deutsch, jetzt Französisch. Das ist Europa, Baby. Das ist wirklich herrlich. Und es ist auch bestimmt sehr geil, hier unten Fahrrad zu fahren oder zu joggen. Och, was für ein Vibe. Denen geht's super. Wunderschön hier. Oh, hier wird ein Musikvideo gedreht. Na, wer hätte das denn gedacht? Musikvideo. Ah, geil. Ah, das ist mal so, was einmal miterleben darf. Musikvideo wird hier gedreht. Apropos Musikvideo. Ich habe auch ein Musikvideo gedreht für meinen Bré TC Savage. Kann ich mal unten verlinken. Ist ein paar Jahre her. Oh, Alter, was für richtig dicke, fette Gänse. Die können gefährlich sein. Wow. Hallo, wie geht's? Alles klar? Keine Angst. Ich komme gerade vom Park und was haben wir denn da? Noch ein Fluss. Und da vorne ist ein Einkaufszentrum. Komm, lass uns reingehen. Wenn man ein Einkaufszentrum von oben anschaut, ist es wie eine Schlange. Ich kann es mal einblenden von Google Maps. Seht ihr das? Wie eine Schlange. Es geht weiter und weiter. Krass. Hab ich nicht gewusst. Bin jetzt ein bisschen außerhalb und das ist Belgien. Das ist richtiges Belgien. So typische Ziegelsteinhäuser, Pflastersteine. Und Kennzeichen B, Belgien. In dem Viertel, wo ich jetzt gerade war, mein erster Eindruck, viel Armut, viele Ausländer. Das hier sieht schon alles irgendwie sehr geil aus. Irgendwie alles so hingeschmissen, sage ich mal. Haha, wunderschön. Oh, sehr geil, hier gibt es neapolitanische Pizza. Und da, was haben wir da? Stadtmitte, immer geradeaus. Oh mein Gott, Belgien ist bekannt für Schokolade. Oh mein Gott. Da ist eine Kirche und hier eine sehr lange Shoppingstraße. Willkommen in Lüttich. Es geht hier weiter und weiter. Und hier findest du Designer. Wow, auch ziemlich geil. Und hier gibt es auch sehr viele Cafés und Bars an jeder Seitengasse. Nachtleben geht hier bestimmt richtig ab. Ich habe jetzt eine schöne kleine Runde gedreht. Reicht für heute. Gehen wir nach Aachen zum Spiel. Hier sind wir wieder. Ab nach Germany. Eigentlich wollte ich nur in Köln und Aachen chillen, aber dann bin ich nach Holland und dann Belgien. Darauf ein Espresso in dem wunderschönen Restaurant am Bahnhof. Wirklich, was für ein verrückter Tag. Und der ist nicht mal zu Ende. Der ist nicht mal zu Ende. Jetzt geht's gleich zum Spiel. Aachen gegen Wuppertal. Ah, geil, Alter. Traditionsduell. Let's go. Auf ein geiles, unterhaltsames Fußballspiel. Und Abfahrt. Die Züge sehen hier sogar besser aus als in der deutschen Bahn. Ganz weiche Sitze. Sehr, sehr geil. Aachen. Hier sind wir wieder. Überall am Bahnhof Polizei. Und das hier, das sind die Gästefans. Wuppertal. Jetzt ab ins Stadion. Jungs, was ist euer Prediction? Also ich sag 2-1 Aachen. 2-1? Wuppertal keine Chance. 2-1 Aachen auch. 2-1? 2-0. 2-0? 3-0. 3-0. Wuppertal keine Chance. Wuppertal keine Chance. Hallo Monjo. Ich grüße meine Mutter. Ich liebe dich. Kannst du dir das vorstellen? Regionalliga. So ein Stadion. So eine Schlange. Regionalliga. Unvorstellbar. Wahnsinn. Das Stadion wirklich optisch schockgesellt. Ich habe herausgefunden, warum die Schlange. Die Schlange fängt hier an. Guck mal, für was sie anstehen. Für Tagestickets. Stadion heißt Tivoli. Unschwer erkennbar. Und in diesem Stadion passen
31.000 Leute rein. Es wurde vor dem Spiel ordentlich gesoffen, aber sowas von. Alter, das sind ja richtig viele Bierflaschen. So bin drinne. Taschen wurden gar nicht geprüft. Bin von hier rein. Hier kann man sich was zum Essen holen. Hier, überall. Bockwurst kostet hier 4 Euro, Rätsel 3 Euro, Getränke 4,50. Ja, geht. Kannst du dir das vorstellen? Vierte Liga. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt? Let's go! Willkommen in der Regionalliga. Mein Platz für heute, da ist die Kurve, da der Gästeblock. Unglaublich. Einfach unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Regionalliga. Karls Ultras Bande. In dem Sinne, auf ein geiles und einsames Fußballspiel. Mein Platz ist eigentlich gut, aber was ist das, Mann? Eine Pfütze. Und diese Stange stört ein wenig. Aber ansonsten top. Von innen sieht optisch auch richtig geil aus. Hier ist man so halb regengeschützt und die Decken haben die Farben von Aluminium Aachen. Schwarz, gelb, richtig geil. Eigentor. 1-0.
mehr Stimmung als ein paar Mannschaften aus der Bundesliga. Ja klar, ist auch Traditionsclub. Schaut euch an, wie nah ich bin. Das ist der Knaller. Schaut euch meine Gegentribüne an. Alles voll. Alles voll. Hier auch alles voll. Wahnsinn. Qualität. Also nicht so wie in der Bundesliga. Ganz ehrlich, was für eine geile Stimmung von denen. Wuppertal kommt mit der Zeit. Zweite Hälfte wird sehr spannend. Jetzt ist Halbzeit 1-0 Alemannia. Ich freue mich auf die zweite Hälfte. Rot und Blau dreht keine Sau. Hier regiert der TSV. Rot und Blau, Wuppertal SV. Geil! Let's go! Ja, sieht geil aus, oder? Haha, geil! Ehrlich, Gästeblock brennt Bordwürden. Geil. Geil, ich liebe Pyros. Jetzt so langsam kommt die Flutlichtatmosphäre. Pyros, grüner Rasen, der Himmel wird dunkler. Und das hier ist Regionalliga. Nicht Bundesliga oder zweite Bundesliga. Ach, das ist schon wild. Die hassen sich. Sie haben ihre Trikots ausgezogen, um das hier zu machen. Fertig. Ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so laut sind. Das ist wirklich krass. Wuppertaler SV ist in der zweiten Hälfte auf jeden Fall viel besser als in der ersten. Die sind laut. Was jetzt in Aachen kommt. Technisch. Auch beide Seiten. Top gesehen. Neben uns 20.300 Zuschauer in der Regionalliga. Unvorstellbar. Ich war. In der zweiten Hälfte gab es nicht mal einen Schuss aufs Tor von Alemannia Aachen. Endlich wieder Stimmung in diesem Block. Minuten wurden gespielt. 2:1 Torschüsse. Das ist ja erschrecklich. Wuppertaler Abwehr. Auch sehr stark heute. Und was heißt das? Oh!
der Nummer 30. Eine Minute plus Nachspielzeit, dann ist es vorbei. Und? Boah. Gibt Elfmeter. Elfmeter! 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 Elfmeter in der 90. Minute in der Nachspielzeit. Was? Wie viel Pech kann man nur haben? Alle angepisst. Oh mein Gott. Dicker, er geht in die Kurve und sagt so, ich höre euch. 1-1. Die werfen Bierbecher auf das Feld. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kannst du keinem erzählen. 2 Tore in der Nachspielzeit von Buchholz. Oh mein Gott! Das kannst du keinem erzählen. Alles im Kopf, klar? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt sind sie noch lauter. Und die Polizisten, alle da. Wahnsinn! Was für eine Schlussphase! Tore in der Nachspielzeit. Das kannst du keinem erzählen. Saisonauftakt. Gewinnt Wuppertal SV. Ein Tag! Was für ein Tag! Wahnsinn! Was sagst du dazu? Scheiße! Scheiße! Ein Siegerfoto wird geschossen! Geil! Hier wird gefeiert! Und die Spieler hier reden mit den Ultras. Oder beziehungsweise mit den Fans. Das hier war ein Erlebnis. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn wir uns wieder sehen. Ciao.